Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video und diesmal ist es ein Tech-Video. Ich wurde von zwei Leuten getaggt und zwar von Jolting Joe und Ducky RG. Der Tag ging von Panther Santa aus und ja, die zwei haben mich dann getaggt und das Tech-Thema ist 10 Spiele bzw. Serien, die man empfehlen soll, die man gespielt haben muss. Also ich werde ein paar andere machen, manche sind bekannt, manche eher weniger, deswegen empfehle ich sie dann auch. Das erste Spiel, wo ich meine, das müsste mal gespielt werden, ist Psychonauts von Majesco Entertainment. Ist ein 3D-Hüpfer, Jump'n'Run und ist irgendwie voll krank. Aber auch irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir so gefesselt, das ist lustig, es war ausgeflippt, die Charaktere waren alle ein bisschen crazy. Es geht im Spiel darum, man spielt Ratz, ein Junge, der irgendwie in andere Träume von anderen Figuren im Spiel gehen kann. Und dann musst du halt dagegen Albträume, Monster kämpfen, Aufgaben erledigen, für den das tun, für den das. Die deutsche Synchroni war sehr gut. Das Spiel gab es für PC, PS2 und Xbox, wo die Xbox 360-Version die bessere ist, aber auch auf der PS2 ist es sehr gut und kriegt man auch, glaube ich, günstig. Hat sich leider nicht so gut verkauft und deswegen für mich ein Spiel, wo ich sagen würde, das muss man gespielt haben. So, das zweite Spiel ist Sonic Adventure, beziehungsweise Sonic Adventure 1 und 2, also ich zähle die als 1, für den Sega Dreamcast. Und zwar kam nicht, also Sonic Adventure 1 kam 1999 beim Dreamcast-Start im Oktober raus. Und für damalige Verhältnisse hatte das Spiel erstmal eine grandiose Optik. Es war super schnell, der Soundtrack war Hammer. Die Charaktere, die waren sehr gut. Und überhaupt das ganze Spiel war gut. Zwischendurch konnte man seinen Chucho-Ding da, und nee, nicht Chucho, seinen Chaos da, ja, füttern, wie ein Tamagotchi auf dem UMD füttern oder in diesem Raum, konnte man ihn auch sehen in 3D. Das war lustig, man konnte Rennen machen, die Story war cool. Also für mich ist das eines der besten Sonic-Spiele, die es gibt. Sonic Adventure 2 hat das nochmal alles geschlagen. Optik war schöner, es war genauso schnell, gab es auf den GameCube. Und ich würde sagen, wer einen GameCube oder einen Dreamcast hat, sollte sich die Sonic Adventure Spiele mal anschauen, weil die sind echt sehr zu empfehlen. Also ich habe noch nie so geile Sonic Spiele gespielt. Ich finde die sogar besser als die 2D Spiele von Mega Drive. Ja, ich finde auch, na gut, ne, lass mal das bei den zwei Sonic Spielen. Das dritte Spiel würde ich jetzt sagen, also ich sag gar keine Konsole, gibt es ja mehrere. Das dritte Spiel wäre die Reihe Baphomets Fluch für PC, PS2, Xbox, Nintendo Wii, DS. Also, ich habe das 1997 das erste Mal gespielt auf der PlayStation 1. Da ist das, glaube ich, erschienen. Man spielt George Stoppard. Ist in Paris. Und auf einmal geht eine Bombe im Café hoch. Und das Spiel zieht direkt von der Story ein, so in seinen Bann. Ist ein Point-and-Click. Ich habe früher gar keine Point-and-Clicks gespielt. Dann habe ich das gespielt. Und man geht nur mit dem Cursor über den Bildschirm, wählt das an und das an. Und allein, wenn man, was weiß ich, einen Hundehaufen anpackt, dann kommt auch ein Witz. Ein geradezu ekelhaft realistischer Scherzartikel, wie das Ding, das ich meinem Lehrer auf seinen Pult gelegt hatte. Oh Mann, das gibt so einen Stunk, als ob es ein echter gewesen wäre. Also das ist so lustig, das Spiel. Die Gags im Spiel sind gut, die Story ist logisch, die Rätsel sind logisch, die sind jetzt nicht übertrieben schwer. Die Charaktere sind sympathisch. Also wenn man das einmal angefangen hat, will man das auch wissen, wie es endet. Ich habe Baphomets Fluch auf der PlayStation 1 so oft gespielt, auch der zweite Teil, der ist sehr zu empfehlen. Der dritte Teil für PS2 und Xbox und PC fand ich jetzt nicht so gut. Von der Story schon, aber vom 3D mag es nicht. Und vierten Teil gibt es nur für PC. Den Director's Cut für die Nintendo Wii kann ich empfehlen. Ist komplett wie der erste, nur ein bisschen anders, aber trotzdem sehr gut. Für Nintendo DS habe ich nicht gespielt, aber soll nicht so gut sein. Also Baphomets Fluch, die Reihe, Probespielen, meiner Meinung nach. Dann noch eine Spielereihe, die ich empfehlen kann, aber wahrscheinlich wird das jetzt hier jemand, also was nicht jemand, werden das jetzt nicht so viele spielen können, weil Panzerdrogen oder Panzerdragoon, die ersten zwei Teile oder die ersten drei Teile gibt es in den Sega Saturn und ich hatte mein erstes Panzerdragoon 1997. Ich habe also die Saturn sehr spät gekauft, verhältnisweise schon 94 erschienen ist. Nee, doch. Und wo ich das gespielt habe damals, das ist ein Shooter, du fliegst mit einem Drachen und dann kommt von links, rechts, unten, oben, links, überall Gegner, die kannst du abschießen. Du sitzt auf deinen Drachen mit einer Knarre, dein Drache kann aber auch Attacken machen und knallst die alle ab. Dann kannst du mitten im Spiel immer noch eine Route wechseln, links, rechts,
War damals geil. Die Sprache war zwar japanisch, aber die Untertitel waren in Deutsch. Beim zweiten Teil waren sie leider nur in Englisch, aber die Sprache war japanisch. Und Panzerdrachen Saga, das ist auch ein gutes Spiel. Das Beste meiner Meinung nach ist aber mehr Rollenspiel. Es ist ein Rollenspiel. Hatte ich mal, habe ich verkauft damals 2007 für 100 €. Heute kostet das Spiel locker 300 €, weil alles, was es davon gibt, Konzepten, Speicherstände von den Entwicklern und was weiß ich, wurden verbrannt beim Unfall beim Sega. Deswegen kann das Spiel auch nie wieder neu auch veröffentlicht werden oder so. Oder ein Remake kommen oder die machen es von ganz vorne. Aber es war geil und es ist eines der besten Sega-Saturn-Spieler, meiner Meinung nach. Also sehr zu empfehlen. Ja. Gibt aber auch einen für die Xbox 1, Panzer Dragoon Orta. Das ist wieder wie die ersten zwei Teile in der schönen 3D-Optik und das würde ich den meisten empfehlen, weil eine Xbox kann man locker kriegen noch, oder auch einen Saturn, aber das Spiel, das ist schön und es ist wie die ersten zwei Teile und eins der schönsten Xbox-Spiele meiner Meinung nach, deswegen empfehle ich das auch. So. Ist das jetzt das vierte oder das fünfte? Das vierte, ne? Ja, ich meine das vierte. Den nächsten Titel, den ich vorstelle, beziehungsweise Reihe, ist Mario. Für mich sind drei Mario-Spiele, obwohl es so viele tolle Mario-Spiele gibt, drei Titel, die gehen hervor. Also das ist für mich einmal Mario 3 für den NES. Weil das Spiel hat, das war eins meiner ersten NES-Spiele, glaube ich, damals. Und obwohl es sau schwer war und ich es auch wirklich nie durchgespielt habe, habe ich es geliebt wie die Pest. Ich habe das mit meinem Bruder oder mit meiner Schwester immer gespielt. Und es war einfach geil. Also man konnte ein Froschkostüm kriegen, so ein Waschbärkostüm, das fand ich am geilsten. Dann konnte man in so Pilzhäuser gehen und irgendwelche Spielchen machen und dann noch ein Leben zu kriegen oder einen Anzug. Man kämpfte gegen Bowser und die seinen Kindern. Also ich fand das damals so faszinierend. Also es ist ein Mario-Spiel, was ich sehr empfehlen kann. Das zweite Mario wäre für mich Super Mario World für Super Nintendo. Weil das kam 1991, kam die Super Nintendo da raus, wo ich das gespielt habe. Ich war so baff von der Optik und auch vom Spielprinzip und der Musik. Und außerdem waren der Bowsers Kinder dabei. Es war einfach geil. Also. Und auch der Endkampf mit Bowser, wo der immer auf diesem, was ist das? Ventilator mit diesem dicken Kopf da sitzt. Auf diesem Luftschiff oder was das da ist. War immer wieder gut. Ich habe es dann zwar durchgespielt, aber nie wirklich zu 100%. Mein Bruder hat immer alles freigespielt. Den Geheimweg, die Sternkarte und hat alles. Hat er alles gemacht, aber sehr zu empfehlen. Und mein Mario-Spiel, was ich am liebsten gespielt habe, war Mario 64. Kam 1996 mit der N64 raus. Und diese offene 3D-Welt, das war das erste Mal bei Mario und bei keinem anderen Spiel. Und es war süchtig machen. Ich habe das gesuchtet wie bekloppt. Ich habe da dann verzweifelt wie ein Irrer. Aber ich habe es am Ende doch geschafft, alle Sterne, alle roten Münzen zu sammeln. Und deswegen ist dieses Mal für mich was Besonderes. Ich würde sogar sagen, von der Optik ist es heute hässlich. Gibt es auch für Nintendo DS, glaube ich, ja. Aber es hat mich so, damals fand ich das schön und es, heute ist es zwar total verpixelt wahrscheinlich, aber es ist toll. Galaxy ist auch toll und Super Smash Dings da, New Bros. Bros. Ist auch toll. Aber die drei Mario-Spiele gehen für mich so als sollte man gespielt haben. So, das war jetzt das fünfte, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich eins zu viel mache. Und wenn ist ja dann auch nicht so schlimm, oder? Was kann ich denn jetzt noch vorstellen? Ich weiß jetzt nicht.